Fabiana Perocchi leitet die Nachwuchsgruppe Functional Genomics of Mitochondria am Institut für Humangenetik. Schon immer haben mich viele verschiedene Bereiche fasziniert. Daher fand ich es sehr schwierig, mich auf ein Spezialgebiet festzulegen. Letztendlich habe ich mich für die menschliche Genetik und Physiologie entschieden. Hier habe ich die Möglichkeit, konkrete Beiträge zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit zu leisten. Die mitochondriale Signalübertragung ist wichtig, um die Entstehung von Krankheiten wie Neurodegeneration, Diabetes und Ischämie zu verstehen. Meine Forschung konzentriert sich auf die Ermittlung der wichtigsten mitochondrialen Pathways unter Einbezug der intrazellulären Calciumsignalgebung. Wenn wir verstehen, wie die Calciumsignalgebung stattfindet, können wir diese modulieren und aus aktuellen Befunden effektive Therapien gegen menschliche Krankheiten entwickeln. Zur effektiven Entwicklung medizinischer Strategien aus unseren Studien gehen wir in zwei Schritten vor. Als erstes untersuchen wir den Effekt bekannter Medikamente auf mitochondriale Funktionen. Im nächsten Schritt wenden wir Methoden aus der chemischen Biologie an, um Medikamente zu entwickeln, die mitochondriale Funktionsstörungen behandeln, wie zum Beispiel bei Diabetes, Ischämie und Parkinson. Ich bin froh, Teil des Helmholtz-Zentrums München zu sein. Hier kann ich mich zu 100% auf meine Forschung konzentrieren, weil sich hervorragende Administration und Infrastruktur um alle anderen Angelegenheiten kümmern. München ist ein Hotspot für mitochondriale Forschung. Es gibt ein umfangreiches wissenschaftliches Netzwerk, das sich mit mitochondrialer Biologie und allen menschlichen mitochondrialen Krankheiten beschäftigt. Durch die Zusammenarbeit von Experten und mithilfe modernster Technologien des Helmholtz-Zentrums München können wir, obwohl das mitochondriale System aus vielen verschiedenen Teilen besteht, versuchen, die Komplexität dieses Systems zu zergliedern. Wir müssen so viel wie möglich zusammenarbeiten, um möglichst viele Fragen zu beantworten. Fabiana Perocchi empfindet Forschung als ein dynamisches Feld. Neben wissenschaftlicher Kompetenz legt sie daher auch auf weitere Fähigkeiten Wert. Es ist wichtig, dass alle Mitglieder des Teams motiviert, begeistert und neugierig sind. Sie sind aufeinander angewiesen und müssen anpassungsfähig sein, um sich ständig neuen Fragen und Antworten zu stellen. Die Komplexität der menschlichen Physiologie fasziniert mich. Besonders spannend finde ich dabei den Prozess von der Entwicklung der Hypothese über Tests bis hin zur Lösung des Problems. Ich kann einfach nicht aufhören, bis ich eine Antwort auf die Fragen gefunden habe.